Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal unterwegs auf der Maple Creek in unserem Forstprojekt und wir sind bereits in Folge 36 und richtig. Wir haben gerade, ne? Gerade vorgestern dementsprechend. Ich muss zugestehen, ich nehme die beiden Folgen hintereinander jetzt auf. Also für mich ist es jetzt gerade eben gewesen. Für euch war es vorgestern. Haben wir den guten Ponze gekauft. Da steht das gute Stück. Und ich hatte ihn auf 6 Meter gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, was er draus macht, wenn ich jetzt Sägen mache. Ob er da jetzt einfach so mit durchrattert. Ja, macht er, rattert durch. Und er sägt. 6 Meter passen da locker drauf. Ich springe mal sicher noch mal raus. Ich gucke. Da können wir sogar 7 Meter. Sogar mit übergucken tatsächlich 8 Meter unterbringen. So. Schnittlänge. Ich probiere jetzt mal einen 8 Meter. Ich gehe mal ein kleines bisschen höher, dass er da über hinkommt. So. Wir drücken die Sägentaste. Er räumt alles schön ab und weg. Und wir sehen, dass wir dafür ein Stückchen weiter wegstehen müssen. Wir werden jetzt hier nochmal das auf 7 gehen. Ich fahre ein kleines Stückchen vor. Ich drücke nochmal die Taste fürs Sägen. Er macht es schön sauber. Also 7 Meter geht so locker noch. Ich drücke nochmal die Taste fürs Sägen und ich drücke nochmal die Taste fürs Sägen. Und er ist wieder in Ausgangsstelle. Okay, also so kriegen wir da einen Baum bewegt. Das Einzige, was wir natürlich jetzt ein Problem mit haben, deswegen steige ich jetzt mal kurz aus, ist die eine 8-Meter-Variante. Die 8-Meter-Variante funktioniert. Wir müssen sie einfach nur den Ponzo ein bisschen weiter davon weg hinstellen. Dann läuft das Ganze auch. Ich werde Ihnen jetzt mal ein kleines bisschen Schubs geben hier mit unserem kleinen Steier. So. Hä? Ich berühre ihn nicht mal. Hilfe, Hilfe, mein Steier hängt in der Luft. Was hängt da hinten? Okay. Wow, okay, jetzt habe ich irgendwas geschafft. Ich bin mir nur nicht sicher, was. Aber irgendwas habe ich jetzt gemacht. Vor wie im Zirkus. So, auf den ganzen Spaß. Und runter damit. Und hoch damit und weg. Ach so, jetzt hänge ich hier. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was hier Sache ist. Ich muss auch besser zwischendurch kommen. Das ist der Trick. So. Poltergabel. Den lassen wir zur Seite ausrollen. Steigen wir aus und gucken jetzt. Aber ihr seht es selber, die 8 Meter. Ne? Die geht hier locker rauf. So, wir fahren. War richtig weit. Fahren hier vorne hin. Da ist es schon. So. Wir schalten ihn auf jeden Fall schon auf die 8 Meter. Gehen auf die zweite Ansicht. So. Rutschen am Baum runter. Trocknen uns selber auf. Und sagen, hey. Hat er getan. So. Jetzt ist das gute Stück gefallen. So.
So. So, ich muss jetzt ein kleines bisschen gucken, wie ich den rangieren kann. Sieht natürlich nicht ganz so optimal jetzt aus. Ich weiß auch nicht, wie oder ob ich noch irgendwie gedreht kriege. Momentan ziehen wir halt einen dicken Baum hinter uns her. So. Ja, das mache ich wieder einfacher und passe ihn etwas an, bis ich die Übung mit dem Gerät habe. So, jetzt müssen wir den Ponse nur ein kleines Stück rückwärts fahren. So, das sollte auf jeden Fall schon mal die Entfernung für die 8 Meter problemlos sein. So, wir steigen hier wieder aus. Drehen uns einmal Richtung unseren Ponse. Fahren ein Stück rückwärts. Geben ihn ein bisschen höher. Oh, das ist schon Max. Ah, ich kann das in sich holen. Okay. Bisschen ausfahren, bisschen so, bisschen rüber. Ich habe auf 8 Meter stehen und ich drücke. Und er rattert ihn durch. Er ist bei 8 Meter, er sägt und er fällt perfekt. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. 8 Meter, sägt, fällt perfekt. Ja, so muss das sein. So machen darauf Baumstämme Spaß. Und so schnell geht's. Und das war ein ganzer Baum. Ein wunderbar schön 8 Meter Stück. Das hat doch mal was. So, ich kann natürlich auch schön rückwärts gegen den Baum fahren, aber wir sehen, wie schön damit rumfahren kann. Das ist fast genial. So. So, ja, stimmt. Ich würde sagen, ich fahre jetzt noch ein bisschen was ein. Ein bisschen was so nach unten. Dann gehen wir noch ein bisschen nach unten, fahren ein bisschen ran und sagen, sehen. Sägen. Sägen. Richtung für Blödsinn. Ja, wie ihr seht, den wir auch meist an Baum reißen. Also können wir auch hier tatsächlich schön komplett durch die Landschaft ziehen damit, wenn wir das wollen. Okay. So, so. Also man kann fast ihn überall so hinschwenken und er hält das Ding auch. Das ist fast gut. Das ist fast gut. So. So, ich glaube, jetzt wollen wir hier stehen. Ja, ich weiß nochmal, so wird man wahrscheinlich irgendwie geschickter anders fahren können, aber wie gesagt, das habe ich leider noch nicht drauf. Deswegen versuche ich jetzt mal, das andersrum auszugleichen.
So. Fahren wieder auf die Schnittlänge für 8 Meter ran. So, ihn heben wir ein bisschen. Fahren ein bisschen raus. So, wir haben ihn auf 8 Meter stehen. Wir sind relativ gerade hin. Ich ziehe noch ein bisschen. So. So kann es klappen. So, dann wollen wir mal sehen, wer hier in Action arbeitet. Da kommt er geschnitten. Und wir sind zu dicht dran. Einmal so. Und einmal so nach hinten weg. Dann noch ein bisschen so. Ich gucke einfach mal, was passiert. Wow, okay. Gut. Nee, eigentlich eher nicht gut, aber es ist eine andere Geschichte. Mal gucken, ob man das Schneidwerk vom Panzer auch missbrauchen kann. Ich bezweifle das allerdings. Okay. Das hat halbwegs so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Sprich, ich habe es ein bisschen runtergeschüttelt. So, ich stelle den Pons jetzt hier mal ab. Spring mal in den Steyr. Da haben wir ihn. Können wir dem mal einen kleinen Schubs geben. Ist natürlich ein bisschen hoch. Und er will mich auch so nicht schubsen lassen. Das ist doof. Hilft auch nicht gegen den Traktor zu fahren. Mensch, 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 Mensch. Ne, okay, dann machen wir es von der Seite. Er ist ja sonst nicht unbedingt der für die dicken Stämme. Schön, das habe ich ihn so hingedreht, dass ich mit dem Steyr erstmal schön hier hängen bleibe. Nee, dass ich jetzt von der anderen Seite mit dem Steyr ran muss, weil er jetzt zu weit rüber guckt. Aber wir kriegen das alles hin. So. Nee, nicht weiter schieben. Machst du. Ja, also irgendwie stelle ich mich, glaube ich, gerade bescheuert an, wie alles, was geht. Einziges Positive, was ich jetzt hier sehe, ist, dass ich wahrscheinlich auf der richtigen Höhe bin, um ihn jetzt doch schubsen zu können. Ja, und da hat es auch geklappt.
So, gut, okay. Dann stelle ich ihn erstmal hier wieder runter ab. Wir schalten durch. Der gute Ponse, also wollen wir jetzt gerade nicht rein. Moment, da wollten wir gerade hin. Naja, wird automatisch zwischendurch ja gefüllt. Ne? Also ist ja sozusagen jetzt. Er spielt jetzt Überladewagen sozusagen. Ne? Weil wenn wir jetzt immer in die Produktion hier gucken, die Produktion steht auf 0. Es passen schon wieder 20.000 Holz fast rein. Und er hat halt das, was an 20.000 knapp fehlte, diese 18.000 hat er jetzt auf dem Wagen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ne? Das heißt, er wird jetzt hier nach und nach gefüllt. Automatisch mal, wenn die Produktion ein Stückchen hüpft, dann läuft es. Ne? Wenn ich jetzt hier. Sind jetzt mal an ihm drin. Ich spule jetzt einfach mal aus Spaß ein paar Minuten vor. Ihr seht, dass die Produktion ihn dementsprechend nach und nach jetzt voll macht. Na, wir können jetzt mal ein paar Minütchen vorspulen. Bis er voll ist. Wir können mal einmal ganz kurz gucken, was für einen Preis wir jetzt für die Hackschnitzel gerade haben. Ja, das Rübenangebot ist ja für uns nicht ganz so gravierend. 821 beim Heizkraftwerk ist relativ normal. Ja. Aber so füllt er sich halt langsam. So, machen wir die Zeit mal wieder ein bisschen langsamer. Und dann merken wir, dass der Fluss noch nicht abebbt, weil er mehr produziert hat, wie er rausgeben konnte in der Zeit. Ne? Seht, jetzt hat der Hackschnitzel dementsprechend dort gut durch. Jetzt macht er uns gerade den Tank voll. Ja, aber wir sind schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche mich nur einen Daumen nach oben freuen, auch über einen Share, über einen Subscribe, wenn euch auch andere Sachen von mir zusagen. Dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.